So, hallo Freunde der Spiegeltour, jetzt auch in der YouTube-Aufnahme. Heute spielen wir Phoenix Point weiter. Es ist ein paar Tage her, dass wir einen Livestream hatten dazu. Weshalb ich bestimmt alles gegen die Wand fahren werde. Es gab nämlich auch ein kleines Update zwischendurch. So, die werden angegriffen. Das war die Sache. Ah ja, Defense Force war zu wenig. Wie sah es denn bei mir aus? Diplomatie, Mission hatten wir noch zwei offen, das ist mir klar. Personal ist eigentlich alles in Ordnung. Sind alle noch fit? Basis war mehr oder weniger ausgebaut. So. Toll. Es ist in der Nacht. Gucken wir mal, ob ich beim Training noch irgendwas habe. Ja, du kannst noch was lernen. Wenn du einen Gegner tötest, kriegst du zwei weitere Aktionspunkte und zwei weitere Willenspunkte. Mit 20% höherer Treffsicherheit, also schießen. Secondary Class. Ach, der Warcry. Machen wir die noch ein bisschen schneller und ein bisschen mehr Kraft. Ich glaube, dann haben wir erstmal alle trainiert und können starten mit der kleinen Squad. Schönen guten Abend, Klaus. Wenn irgendwas im Stream nicht so läuft, wie es sollte, einfach Bescheid geben. Dann kann ich kontrollieren, ob es wirklich so ist. Wie gesagt, ich habe ein paar Probleme gehabt mit der Render-Software. So, schauen wir mal, ob mir die Änderungen direkt auffallen. Wahrscheinlich haben die einen Fehler behoben, dass die immer wieder die falschen Waffen ausrüsten. Ich habe übrigens heute ein anderes XCOM-ähnliches Spiel gespielt. Ich hoffe, das nimmt jetzt keinen Einfluss. Ich habe nämlich heute Rebel Police oder das kommt morgen raus, nämlich vorgespielt. Dazu kommt morgen angespielt. Ist eigentlich ganz cool. Das ist eine Adaption, also beziehungsweise es ist ein Zeit, wie sagt man? Spin-off von This is Police 2. Vom Taktikmodus davon. Und es ist wirklich cool geworden. Kannst du die Updates mit in den Safe nehmen? Ich denke schon. Ansonsten wird das Safe nicht laden. Ich glaube nicht, dass so viel verändert wurde. Aber es gab ja so ein paar Fehler, die sind uns auch aufgefallen im Bild. Dass Waffen irgendwie nicht richtig geswitcht werden. Ich denke mal, alle Safe-Games der Baker-Build der aktuellen werden kompatibel bleiben. Ansonsten wäre es ja die nächste Baker-Build. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt die letzte ist vorm Release. Ich glaube, die würden noch eine raushauen, bevor der Release ist im November. So würde ich das jedenfalls machen. Dann wird ein Monat gecheckt. Hm, das ist neu. Mit diesem kleinen. Also mit diesem kleinen Strahl, der anzeigt, in welche Richtung der guckt. Oder wo der Feind ist. Jedenfalls habe ich das, glaube ich, bis jetzt nicht bemerkt. So, der steht dahinter. Was? Der wurde alarmiert, weil ich die Tür aufgemacht habe. Alles Betrug.
Dann spring hier wieder raus. Dann kriegen wir wenigstens die Willenskraft davon. Entschuldigung. Und ich dachte, ich nieße in letzter Zeit sehr viel, ey. Nicht, dass ich eine Allergie gegen den Hund kriege. Das wäre sehr kritisch. Dann würde ich mir lauter Allergiespritzen geben. Dicker, gegen dich wäre ich nicht allergisch. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Abend, Katgur. Ja, das mit diesem Zielkreis, das war noch nicht drin letztes Mal. Aber ist ganz gut, dann kann man nämlich endlich mal besser erkennen, wo der Gegner ist. Das war nämlich vorher immer so eine Sache, du wusstest gar nicht, wo du gerade überhaupt hinschießt, wirklich. Bevor du, sag ich mal, gezoomt hast. Okay, ich ziehe aber nicht in meinem Bad rum. Für eine Stunde. Weil Lordi will mit mir wetten um 10 Euro. Und tschüss, was runtergeschmissen. Dann zwirbel ich halt an diesem Zebra. Vom Planet Zoo, was mir geschenkt wurde. Muss mich daran erinnern, dass ich nichts mache. Easy enough. Scheiße, wenn man irgendwas nicht darf, denkt man da die ganze Zeit dran. Die hat doch der Teufel geschickt. Das ist schon, das ist cool mit der Markierung. Sehr gut. Der Granatenwerfer von dem kaputt. Muss den mal wegdashen lassen. Genau, Sniper. Kümmere dich mal um den da hinten. Sehr schön. Und warum leckst du jetzt deine Nase so viel? Wir haben die auch gar nicht eingecremt. Ach, und der hat einen neuen Gegner gefunden rechts. Maximum effort.
Opa? Warum Opa? Ich bin nicht mehr Opa, als andere Opa sind. Roger, geh in Deckung. Was haben die Leute dagegen, wenn ich in meinem Gesicht wühle? Ich mache es doch sehr liebevoll. So, die Zivilisten bewegen sich, die natürlich alle nicht bewaffnet sind, wäre ja auch Unsinn. Und keiner von euch hat Granaten, ne? Du hast Granaten. Das Durchschalten war mit X. Autoshot. Wo ist unser Sniper? Die sind ja schon geschwächt da vorne, dann sollte man mit dem Sniper versuchen, vielleicht noch eine Granate zu schmeißen. Mach mal das. So, jedes Mal, wenn ich einen töte, sollte ich Points bekommen, beziehungsweise zwei Aktionspunkte. Müsste jetzt also direkt wieder schießen können. Ah nee, aber ich kann die Granate noch einsetzen. Weil er braucht ja drei Punkte, also beziehungsweise 3 AP für einen Schuss aus der Sniper. So, 17 Points noch. Time to step up. Also Willenspunkte. Können wieder über das halbe Feld laufen mit dem und dann zwei Schüsse abfeuern. Hallo, der Informant.
Ah, sehr schön, die anderen verfallen in Panik. Time to step up. Und nochmal. Und ich glaube, das war's. Mehr können wir nicht machen für den Turn. Warum reagiert der da unten nicht? Wegen Reaktionsschuss. Der Granatarm ist halt das Gefährlichste. Der macht meine Umgebung kaputt. Bist du runter, Hund? Ja, ich muss auch niemanden mehr gefangen nehmen hier auf der Mission. Das war ja, glaube ich, noch das Letzte, was wir machen müssen. Didididididididid. Mein Bart juckt nicht. Mein Bart juckt nicht. Verdammte Scheiße, hier sind ja zwei. Egal, wir haben so viel Willenspower, dadurch, dass wir die alle umgenietet haben. Das müssen die echt bis zum Release noch ein bisschen balancieren. Time for the push. On it. Au. Ich habe das Gefühl, die Wechsel sind wieder noch schneller geworden. So, war noch eine Kiste hier irgendwo in dem Obergeschoss? Das ist Nase berühren, nicht Bart berühren. Ich habe die meisten Fähigkeiten schon vergessen wieder von den Leuten. Natürlich. Ich glaube, es sind jetzt nur noch die zwei.
glaube übrigens, die Kämpfe dauern eigentlich für das Gameplay, was gedacht ist, zu lange. Also meine Auffassung bis jetzt. Die haben zwar die Menge der Kämpfe reduziert. Im Vergleich zu der ersten Version, die ich gespielt habe. Aber man muss ja eigentlich echt viel und permanent kämpfen. Es dauert halt echt lange. Und es sind natürlich nicht immer interessante Kämpfe dabei. Es ist ja sehr viel generiert. Natürlich viel generiert. Komm, mach den so kaputt. Der alles eigentlich generiert. Ach, ist auch egal. Ganz hinten steht nur einer, ne? Ja. Ich hoffe, man weiß, was ich sagen will. Aber ich glaube, das Problem ist nur, dass die ersten... danke, Mioran. Ein Ei sieht ein anderes Ei und sagt, warum bist du so behaart? Erwidert dieses halt die Backen, ich bin eine Kiwi. Danke für den Sub im fünften Monat. Und irgendwo müssen noch Gegner sein. Da. Naja, aber ich sagen will es einfach, zur Zeit sind es einfach viel zu viele Kämpfe, die viel zu lange dauern. Also dadurch ist das halt eine ziemliche Streckung der Spielzeit, ohne dass du wirklich dann gefordert wirst. Weil eigentlich wirst du ja durch diese Missionen gefordert. Die du von den unterschiedlichen Fraktionen bekommst. War es das? Ja. Ich glaube, die Case Structures sind alle kaputt gegangen. Oh, wir haben richtige Items recovered. Ein Triton capturen. Das wären alle meine Materialien. Und man baut den 20 Tage lang. Ah, ich habe letztes Mal den dämlichen Arealscan gemacht. So, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. So, du hast doch Munition, du hast doch auch Munition. So, genau. Er hat immer wieder versucht, sich zu equippen, obwohl er die Sachen gar nicht hatte. Mm.
Das sind, glaube ich, die hier. Ja. Plus 12% Treffsicherheit. Obwohl das die Iron Fury HG. Dann da das Health Pack rein. Bisschen Munition. Ich glaube, dann habe ich alle ordentlich ausgestattet. Soll jetzt auch noch eine Granate mitnehmen. Hat hier irgendjemand ein Level up? Nee, alles gut. Sehr schön. Ob die Mission angepasst haben? Also für die Diplomatie, für die eine Fraktion. Ich würde es einfach nochmal versuchen. Hast du einen speziellen Kontakt zu den Entwicklern, um dein Feedback mitzuteilen? Ich habe Kontakt mit dem Marketing-Manager von denen. Und der gibt Sachen weiter, wenn ich was schreibe. Kann man diese roten Arealen irgendwie eindämmen? Nein, aber ich denke, dass du später an eine Forschung kommst, um das wenigstens zu verlangsamen. Oder du kriegst ja ständig Informationen darüber, was das eigentlich ist. Mehr oder weniger. So, es wird übrigens ein Riesenspaß, weil die Herrschaften hier sehr gut gepanzert sind. Oh, du bist gar nicht nachgeladen. Warum? Firebird SR. Firebird SR Munition. Hier muss ich richtig fies einen verpassen. Weil die sind halt, wie gesagt, die sind gut gepanzert, die haben Scharfschützen dabei. Also entweder viele Granaten und die schreddern. Oder er muss halt recht nah ran. Und der spottet uns. Born again anarchist. Warum lädt der nicht automatisch das Gewehr nach, wenn er halt noch am Start ist? Sehr schön. Ich hoffe, er trifft schlecht, dadurch, dass wir in seinen Kopf geschossen haben.
Das war nicht so gut. Komm. Kein Glück. So nicht viel zu nah ran. Ah, schön, der eine ist schon in Panik. Letos, das Game ist dasselbe, was im Titel steht. Ach, gut, da sind schon zwei Sniper jetzt im Eimer von denen. Das Spiel kommt beim Epic. Also kommt Epic raus. Im Dezember. Bob, ich ein Schwein bis jetzt. Keiner trifft. Letztes Mal haben sie mir in der ersten Runde direkt den ersten weggeknallt. Und der andere Sniper. Da sehen wir nämlich... Ah, Moment. Die haben das mit der Panzerung ein bisschen angepasst. Letztes Mal habe ich nämlich nicht geschafft, gegen die Schaden zu machen. Gegen die Rafa-Baran. So wie er halt. Die normalen Gewehre kommen dann nämlich gar nicht durch die 10er-Panzerung. Wenn wir einmal Glück hätten mit dem, ne? Oh, aber besser als gedacht. Sehr schön. Jetzt haben wir nur noch die Dicken. Ach, das läuft viel besser als das erste Mal, wo ich hier war. Die das Let's Play gesehen haben, erinnern sich zurück. Ja, so in etwa lief das. Minus 12 Armor. Dann können wir mich sogar Schaden machen. Dark Green Duck, du fragst, glaube ich, jedes Mal, ob das XCOM ist. Ach, sehr schön. Hat zwar resistet gegen den Stun. Aber seine Torso-Panzerung ist erledigt. Und er auch.
mit der Armor und den Mönchanzeigen hat das was von MechWarrior. Naja, es ist halt mit drin, dass du halt entscheiden kannst, wo du den Gegner anschießt. Das ist halt ein ganz cooles Spielelement. Ich dachte, du warst letztes Mal auch da. Nein, das ist natürlich kein XCOM. Es ist nur von Machern des ganz früheren XCOMs. Jedenfalls irgendwelche Leute, die damals am ersten XCOM gearbeitet haben, arbeiten jetzt an dem Ding hier mit. Und ist ganz cool geworden bis jetzt. Hat auf jeden Fall großes Konkurrenzpotenzial zu den normalen XCOM. Obwohl Konkurrenz das falsche Wort, weil es, ich finde, es ist halt schon von den Mechaniken ein ziemlich anderes Spiel. Ah, es tut mir leid, ich habe verloren. Lordi. Dabei wollte ich eigentlich, weil ich Kaffee getrunken habe, was mir aus dem Bart wischen. Eigentlich sollte der ganz gut werfen können. Weil die ganzen Sniper komischerweise solche Granatenskills haben. Ach, der hat seine Waffe verloren. Target confirmation. Ach, die Panzerung ist noch zu hoch. Dum, dum, dum. Ich glaube, der Stream läuft heute ganz gut. Ach ja, die recovern ja selbst auch noch. Also regenerieren sogar die Armor. Hast du noch eine Granate? Hat überhaupt noch irgendjemand eine Granate? Ja, wenn dann höchstens im Backpack. Oder wir bringen den Sniper nach vorne.
obwohl der lieber schießen sollte. Machen wir die Sicht ein bisschen frei. Das ging daneben. Ja, da ist auch noch so eine schöne Sache, dass der so manchmal ein paar Deckungsfehler macht. Der Hint hat immer noch zu viel Panzerung. Es müsste eigentlich nochmal schießen können, dank des Quick Aims. Ah ne, stimmt gar nicht. Wir sparen ja nur einen Punkt. Was wir noch machen können, ist markieren für den Tod. Damit jeglicher Schaden um 50% erhöht wird, der jetzt noch da reingeht. Und das hilft gerade total viel, sehe ich. Ach, die haben auch nachgepatcht, dass du jetzt sehen kannst, wie viel Deckung du bekommst, wo du hin dashst. Mach sein Bein kaputt. Und das zweite Bein auch. Sehr schön. Oder so. Ich weiß nicht, ob es beim ersten Mal vielleicht sogar mehr Gegner waren. Aber so haben wir wenigstens mal die Mission von denen gemacht. Die vorher nahezu, fand ich, unmöglich war.